darum zu schauen, also Subjekt, das Thema ist, was hat jetzt diese Epidemie geändert und was wird die Zukunft und wie kann das Design da intervenieren als kreativer Beruf? Ja, ja. Es ist interessant, dass du das fragst, weil seit vielleicht ein paar Wochen wir uns das ja selber schon gefragt haben. Ja? Also jetzt ist, ich habe meine Überlegungen oder Mutmaßungen dazu in meinem Verlag schon ab und zu äußern können, indem ich gesagt habe, ich glaube, dass sich unser Verlagsprogramm relativ rasch verändern wird aufgrund der Situation, die sich nach Überwindung dieser Krise ergeben wird. Warum? Weil ich denke und ich wünsche mir und dir, dass wir jetzt wirklich gesund bleiben, aber irgendwie kann ich der Krise auch sehr viel Gutes abgewinnen. Es ist nämlich das erste Mal, dass eine Krise wirklich global wahrgenommen wird. Anders als ein Erdbeben irgendwie in wo immer, da sind wir auch empathisch und es ist niemand schuld, aber es ist wie, man ist wie entweder betroffen oder verschont. Und jetzt sind alle betroffen, aber es ist immer noch niemand schuld. Ja? Also es ist, und es führt einem vor Augen, wie klein die Welt ist oder wie unglaublich global wir zwangsläufig geworden sind. Ja? Es gibt eine französische Philosophin, die über Interdependenz eigentlich sehr viel sich auseinandersetzt. Also wir sind in einer Verbindung und diese Verbindung ist nicht nur, also macht, dass wir nicht agieren können, ohne dass der Rest der Welt negiert sein kann, im Gegensatz von dem, was Trump versucht uns zu sagen. Ne? Genau, jetzt aber noch vor der die Idee der Interdependenz, die führt ja eigentlich zu einer, also das ist eine Aufforderung nach Lösung, nach neue Lösung. Aber noch vorher ist ja das Phänomen, dass also etwas in einer Welt, die der Mensch über Nationen und Einheiten und Grenzen und so strukturiert hat, und da kommt ein Element, das uns vorführt, was eigentlich nur die Finanzindustrie vorher geschafft hat, nämlich in einem virtuellen Raum eine grenzenlose Vernetzung der Welt herzustellen. Und es kommt so ein kleiner blöder Virus und macht genau dasselbe. Ja? Macht es aber in einer Form, wie es effizienter nicht sein kann, weil jedes Individuum betroffen ist. So. Und also die Idee der Interdependenz wird quasi wie physisch. Ja. Aber das hatten wir ja auch, diese Warnung hatten wir auch in der ökologischen Dimension, ne? Schon. Ja, natürlich, aber schon sehr viel rationaler, weil also in der Schweiz beklagen sich nicht so viele über die Erwärmung, sondern sagen, ja, da wird der Sommer wärmer und länger und trockener und ist so. Also es gibt beim Klima gibt es Gewinner und Verlierer. Ich glaube, beim Virus gibt es nur Verlierer. Ja. Oder aber wir sind alle Gewinner. Und jetzt kommt ja, um langsam auf deine Frage zu kommen, da kann man sagen, okay, was haben wir in diesen letzten 2-3 Wochen schon gelernt? Nämlich eine relative, sagen wir mal, die Relativierung der Bedeutung von Design. Ja? Und in dieser Relativierung, und da sehe ich doch auch etwas Gutes, indem ich zum Beispiel jetzt fokussiert bin in meiner Wohnung, stelle ich fest,
welche Objekte, welche Gegenstände jetzt im Objekthaften in meinem Alltag von Bedeutung sind. Also ich bin jetzt seit 4 Tagen gewissermaßen fast permanent in meiner Wohnung und ich stelle fest, wie viel ungenutztes Materielles mich umgibt und wie unglaublich wichtig diese schlichte weiße Kaffeetasse geworden ist. So. Also es gibt etwas wie Bewertung oder Entwertung im Objekthaften, und wenn ich das jetzt transformiere auf meinen Kommunikationsgebrauch, dann stelle ich zum Beispiel im Bereich des Design, Kommunikationsdesign fest, dass ich irgendwann morgens mich warm anziehe und aus dem Haus gehe, möglichst mit niemandem in Berührung komme, aber zum Kiosk gehe, um eine Zeitung zu kaufen. Warum? Weil gerade in diesem neuen Tagesablauf die Zeitung, die Papierzeitung, irgendwie mein Bedürfnis nach Information weit besser und sinnlicher befriedigt als das Ganze online zu sehen. Jetzt kommt da genau die Gestaltung wieder ins Spiel, dann kaufe ich mir also die NZZ, ich kaufe mir den Tagesanzeiger und vielleicht die Zeit, die Süddeutsche, und mache mir am Ende des Tages oder der Lektüre ein Bild von, ja, welche Zeitung kommt mir näher, oder? Und dann stelle ich fest, dass mir die konservative Typografie, zum Beispiel der NZZ, du könntest sagen der Le Monde zum Beispiel oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, dann sagt, ist eigentlich schon toll, wenn man so strukturiert und präzise und streng Informationen effizient abfüllen und vermitteln kann. So. Gleichzeitig gibt es dann, und ich bleibe jetzt mal ein bisschen auf dem, was uns nahe ist, also Typografie oder schriftvermittelte Information. Gleichzeitig bin ich natürlich auch viel eifriger auf dem Internet, und da stelle ich fest, wie es mich nervt, ja, dass ich auf der Suche nach einer Information mich ständig mit Typografie und Gestaltung auseinandersetzen muss. Ich will gar nicht über Design nachdenken. Ich will schlicht Information und Orientierung haben. Aber ich werde gezwungen, immer wieder auf mir unbekannten Websites mich über Design auseinandersetzen zu müssen. Ich muss immer wieder sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, Schrott oder nicht, effizient oder nicht. Und wenn das so wäre, dass wir über die kommenden Wochen, über diese Erfahrung und vielleicht in einem Monat da Schlüsse ziehen können, dass wir bewusster werden, wie viel unnötige Sachen mich umgeben, wie viel Schrott ich anschauen muss, um zu meinem Bedürfnis, mein Bedürfnis befriedigen zu können, dann könnte das einen unglaublich starken Einfluss haben auf die Art, wie wir über Design nachdenken und diskutieren. Das Gleiche kannst du über Mobilität sagen. Also wir werden, Rudi, es ist nicht so, dass ich mich danach sehne, das nächste Mal nach Amerika oder Japan zu reisen, sondern ich stelle fest, es ist eigentlich toll, einmal sich bewusst zu werden, weil ich sagte nachher gleich warum, sich bewusst zu werden, wie wichtig der Ort ist, an dem wir sind. Ardez oder Zürich, was immer. Und ich habe vorhin ein 1,5-stündiges Gespräch geführt über meine letzte Japan-Reise. So, da war ich im November, war ich in Japan, unglaublich spannend. So, und es war toll, darüber zu erzählen, aber ich muss das jetzt nicht sofort wieder haben. Irgendwie, ich freue mich eigentlich auf einen ruhigen Sommer. So, und das meine ich einfach. Kann man von Rekontextualisierung sprechen? Ich meine, wenn wir sagen, was ist das Re und was ist der Kontext? Ich meine, wenn der Kontext mein analoges Leben ist, dann werde ich rekontextualisieren oder werden Dinge um mich herum rekontextualisiert. Also sie werden neu und mit viel Bewusstsein in einen wahrscheinlich ursprünglichen Kontext zurückgebracht.
Ja? Also ich glaube, also so würde ich Rekontextualisierung nicht umkontextualisieren, sondern irgendwo an seinen Platz bringen. So, Dinge zuordnen. So, das würde ich als Rekontextualisierung bezeichnen. Hat auch etwas zu tun, wie soll ich sagen, es geht ja auch darum, vielleicht, dass man im Kontext auch so die Ressourcen mit beurteilt, nicht? Also man sagt, in welchem Kontext erfülle ich gewisse Aufgaben oder bewältige ich gewisse Probleme mit welchem Aufwand? Ja? Und da kommt, ja bitte. Als Verleger bist du, als Verleger im Designbereich, Architektur, Stadtplanung, bist du ja jetzt an einem Stadium, wo du dir fragen musst, was werden die nächsten Bücher sein und wie sind sie denn relevant in Verbindung mit diesem neuen Kontext? Die Relativierung, die passiert, also diese Umwertung, also wenn die Menschen so auf sich zurückgeworfen sind wie jetzt, Und wie ich vorhin das Beispiel gemacht habe, wie viel Schrott in meiner Wohnung steht und wie wichtig mir dann einzelne Objekte werden. Wenn ich das auf Bücher beziehe, dann sage ich, ja, so schlecht sind wir bis jetzt nicht gelegen. Also es ist so, dass ich glaube, einige unserer Bücher, die haben gewissermaßen eine Situation, sagen wir mal, eine Dramatisierung der Lebensumstände vorweggenommen. Also indem ich sage, es geht mir nicht um die Schönheit der Architektur, es geht mir nicht um den Trendwert eines Objekts oder die zeitgemäße modische Erscheinung meines Designs, meiner Typografie, was immer, sondern es geht mir um die Angemessenheit der Mittel, ja. Also das ist selbstverständlich, dass wenn wir etwas feiern, dass wir dann einen größeren Aufwand betreiben, als wenn wir eine tägliche Vorrichtung erledigen. Und da würde ich meinen, sind meine Bücher bis jetzt ja nicht so ganz falsch oder daneben, oder? Insofern sage ich mal, also das Werkzeug, das beherrschen wir. Tatsächlich wird es so sein, dass wahrscheinlich Inhalte, sogar Bücher oder Titel, die wir bis vor 3-4 Wochen überlegt haben, ob wir sie machen im Herbst oder nächstes Frühjahr, dass die sich wie von selbst erledigt haben. Ja, also es ist so schön dann diese Fotos sind von Arbeitern in Kohlengruben in Ostdeutschland. Dramatisch schöne Fotos, gemacht in den 50er Jahren, wäre ein wunderschönes Buch, aber es wird eine lange Zeit dauern, bis das bei mir wieder ein Wert kommt. Ja. Genau, oder? Und ich wünsche mir, dass das so kommt, dass man sagt, ja doch, irgendwann ist auch diese Art von Erinnerung wieder wichtig. Ja. Aber im Augenblick, glaube ich, bin ich da viel näher an meinen Bauhausbüchern, wo ich sage, hey, hallo, Das Bauhaus hat eigentlich schon sehr viel von diesen Instrumenten, die wir heute dringend benötigen, bereitgestellt. So. Und von dem her würde ich gerne so als Abschluss noch eine Frage stellen. Laszlo Moligny-Nagy hat ja als während dem Zweiten Weltkrieg diese Definition des Designs als Haltung und nicht als Beruf und als das Leben zu helfen, das Servir la vie. Kommen solche Werte wieder in den Vordergrund in so einer Situation? Ja, ich meine, bei dir und mir ja jetzt weniger, weil wir ja eigentlich immer schon ein bisschen in dieser Welt zu Hause waren. Natürlich, es schärft ein bisschen, es schärft auch bei uns das Bewusstsein, aber ich würde meinen, es wird andere sehr viel, viel mehr beschäftigen. Also das ist zu wünschen, dass sich diese,
dass man irgendwie sagen kann, auch im Design, no bullshit. Also, dass man irgendwo ein bisschen ehrlicher wird, dadurch auch natürlich die Bedeutung des Designs massiv aufwerten kann, also die Nützlichmachung der Gestaltung. Ja, und das meint natürlich Molyneux' Haltung auch, also dass wir sagen, wir stellen uns in den Dienst einer Sache. Ja, und ich bin im Moment ja wieder relativ stark mit Müller-Brockmann beschäftigt, weil ich das Haus geräumt habe und sein Archiv jetzt sichte und ordne. Und ich bin zur Überzeugung gekommen, und ich könnte es sein, dass das auch für Leute, Gestalterinnen wie du, sage ich mal, eher als ich, aber ich bin zur Überzeugung gekommen, Müller-Brockmann wäre ein hervorragender, konstruktiv, konkreter Künstler gewesen. Hervorragend, ja. Aber er hat sich entschieden, sich der Vermittlung zu verpflichten, ja. Also er hat sein Talent, Gestaltung ist Haltung, so ausschließlich dem Vermitteln von Inhalten, dem Verbessern der Kommunikation, sei es die SBB oder sei es egal was, so dass man sagt, man stellt sein Talent in den Dienst der Gesellschaft, und das wäre jetzt eigentlich ein Modell, welches vielleicht jüngere Gestalterinnen und Gestalter nach dieser Krise vielleicht von sich aus darauf kommen. Wir sollten sie nicht mahnen, also es ist nicht so, wir müssen uns hüten, Rudi, dass wir also nicht irgendwie sagen, hey Leute, lest mal Molyneux oder so, sondern man muss hinhören, ob sie selber etwas äußern, wo wir helfen können, es zu verstehen. So. Also das wäre eigentlich mein Ziel. Sehr schön, Lars.